Hallo und ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Tutorial. Ihr kennt wahrscheinlich auch den typischen RPG-Laden. Man geht in den Laden rein, man spricht mit dem Verkäufer, da kommt so eine Liste und man kann sich seine Items aussuchen und dann kaufen. Heute wollen wir das aber ändern, denn heute erschaffen wir einen alternativen Laden. Das heißt, man geht in den Laden rein, sucht sich den Gegenstand aus, den man dann kaufen möchte und der verschwindet dann eine Zeit lang, bis er wieder verfügbar ist. Wie man das im RPG Maker macht, das kommt jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Als erstes erstellen wir ein neues Event, das unser Trank wird. Sucht eine passende Grafik aus und klickt auf OK. Klickt in die leere Zeile und wählt Textausgabe aus. Dort schreibe ich, willst du einen Trank kaufen? Danach gebe ich diesen kleinen Code ein. Das dient nur dazu, dass der Rest in einer anderen Farbe dargestellt wird. Der Code ist in der Videobeschreibung. Jetzt gebe ich ein, wie viel es kosten soll. In meinem Fall 10 Gold. Nun gebe ich einen Schrägstrich und ein Dollarzeichen ein. Somit wird eine kleine Box geöffnet, in dem euer vorhandenes Geld steht. Klickt auf OK. Danach füge ich eine Auswahlmöglichkeit ein, mit Ja und Nein. Jetzt klicken wir doppelt in den Ja-Fall. Klickt auf die bedingte Abzweigung, markiert beim vierten Reiter Gold und wählt das Größer-Gleich-Symbol aus. Da der Trank 10 Gold kostet, gebe ich hier auch 10 Gold ein. Somit muss der Held mindestens 10 Gold besitzen, um den Trank zu kaufen. Macht einen Haken bei Elsweil und klickt auf OK. Jetzt klicken wir in die Bedingung und geben dort einen Text ein, sowas wie Trank erhalten. Anschließend gehen wir auf Gegenstand ändern und geben den Helden einen Trank. Danach gebe ich 10 Frames warten ein und einen Soundeffekt. Darunter gehen wir zur Schaltersteuerung, nennen den Schalter Trank 1 und schalten ihn auf an. Jetzt erstellen wir eine neue leere Seite und machen einen Haken bei Schalter und wählen den eben erstellten Schalter aus. Gehen wir wieder zurück zur Seite 1. Nun klicken wir doppelt in den Nein-Fall, schreiben einen Text, du hast nicht genug Gold. Stellt noch sicher, dass euer Trank auf der gleichen Höhe wie der Held ist und klickt auf OK. Jetzt erstelle ich noch einen Charakter, der aber nur als Test dient. Er gibt mir 20 Gold, damit ich auch das Item kaufen kann. Machen wir mal einen Testlauf. Wir sehen, dass wir das Item erst kaufen können, wenn wir genug Geld haben. Nachdem wir es gekauft haben, verschwindet auch der Gegenstand auf dem Tisch. So, jetzt haben wir dieses Item gekauft, ist es aber weg und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass das Item nach einer bestimmten Zeit wiederkommt, damit man es wieder kaufen kann und die Items nicht irgendwann mal weg sind. Das kommt jetzt. Wir gehen nun zu unseren gewöhnlichen Ereignissen, nennen es in Shop wiederherstellen, als Trigger Parallelprozess. Gebt den Ganzen noch einen Schalter, ich nenne ihn Shop. Klickt in die leere Zeile und fügt dort 60 Frames warten ein. Jetzt noch eine bedingte Abzweigung, in dem Schalter Trank 1 auf an sein muss, damit es triggert. In dieser Bedingung geben wir jetzt Variable ändern ein. Ich nenne die neue Variable Trank 1. Operation auf hinzufügen und die Konstante auf 1. Jetzt klicken wir auf OK. Direkt darunter nochmal eine bedingte Abzweigung, wählt die Variable Trank 1 aus und das Gleichheitssymbol. Die Konstante wird die Wartezeit, die ihr warten müsst, bis das Item wieder da ist. Zum Beispiel 600. Das heißt, ihr müsst 600 Sekunden warten, bis es das Item wieder zum Kaufen gibt. Je höher die Variable, desto länger die Wartezeit. In dieser Bedingung schalten wir Trank 1 wieder auf aus. Jetzt stellen wir die Variable wieder auf 0. Damit ich beim Test nicht so lange warten muss, stelle ich die Bedingung statt auf 600 auf 20. Also sollte nach 20 Sekunden das Item wieder einsatzbereit sein. Der Testläufer schaltet noch den Shop auf an,
Dieser Schalter muss anbleiben, damit das gewöhnliche Event auch im Hintergrund läuft. Jetzt können wir das Item kaufen und nach einiger Zeit ist es wieder im Laden und kann erneut gekauft werden. Das funktioniert überall auf der Map, da es ein gewöhnliches Ereignis ist. Wenn ihr jetzt noch andere Items hinzufügen wollt, kopiert einfach das Event und ändert die Grafik und die Schalter. Das gleiche müsst ihr auch in den gewöhnlichen Ereignissen machen, für jeden Gegenstand eine neue Variable und einen Schalter. Jo, das war's wieder mit diesem Tutorial. Wenn ihr nicht alles verstanden habt, dann schreibt es mir unten in die Kommentare mal rein. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie bewegte Plattformen gehen, dann klickt doch auf dieses Video, was ich euch jetzt gleich verlinken werde. Und dann heißt es noch, bis dahin, tschüssikowski.